Ich muss halt im Dealer, ich muss halt immer ein bisschen mit dem Dealer rechnen. Wir spielen gegen Kylie, okay. Auf jeden Fall, wir spielen gegen Kylie. Hallo YouTube. Ich muss es jetzt gleich so perfekt. Hier, zack, perfekt. So, wir spielen gegen Kylie. Hallo, Hi YouTube. YouTube. Und schauen einfach mal, ob es diesmal hoffentlich besser läuft als beim letzten Mal. Denn beim letzten Mal, wie gesagt, war mein erstes Match seit langem, was ich online gespielt habe. Muss ich erstmal wieder reinkommen. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, ob es diesmal besser läuft. Wir sind immer noch im Stream. Schau auf jeden Fall in Zukunft beim Stream vorbei. Und ja. Genau. Genau. Und dann geht's auch schon weiter mit den Fragen. Und zwar fragt Gudrun Love, wovon hattet ihr in eurer, wovor hattet ihr in eurer Kindheit Angst? Ich hatte früher in meiner Kindheit Angst vor dem Tauchen und vor der Dunkelheit. Ich habe immer noch Angst vor tiefen Gewässern. Ich finde die gruselig tatsächlich. Ja, kann ich verstehen. Das ist einfach so diese Alter, einfach ausprobieren. dunkle, dunkle Tiefe, wo alles sein könnte. Ja. Plesiosaurier, die dein Bein essen. Richtig. Dann noch eine Frage von Golem Lakai. Wer Ja. hofft ihr gewinnt die WM 2018 in Russland und von welchem Land seid ihr Fan? Ich unterstütze halt Deutschland, ne? Weil es halt Deutschland ist. Aber keine Ahnung, wer die gewinnen wird. Ich hoffe auf Ah, fuck. Island. Island hat mir gefallen bei der EM. Alles Ich klar. fand die gut. Ich hätte gehofft, dass die ins Halbfinale, waren die im Okay. Halbfinale oder waren die im Ich weiß nicht, Finale? keine Ahnung. In eins von den beiden reinkommen. Oh Leute, das sollte reichen, oder? Ah, easy. Ja, Easy. den Bärenmarke Bär aus der Werbung, den kennt man doch. Also ich zumindest. Kennst du den? Wen kenne ich? Den Bärenmarke Bär. Ja, kenne ich. Und Timo, du hast ja gestern erzählt, dass du Mathe mochtest in der Schule. Was mochtest du Unterhaltsam. denn am meisten? Also Geometrie habe ich immer noch gehasst. Geometrie war ich nie ein Fan von. Meisten mochte ich Formeln. Einfach nur ganz normale Formeln. Formelrechnung. Okay. Hallöchen, Tommy, du bist zwar schon eine Weile da, aber fühle dich auch von Fuck. dieser Seite jetzt gegrüßt. Ich bin aber mit dem Chat ein bisschen hinterher, deswegen nicht wundern, wenn ihr schon eine Weile da seid und ich dann erst sage: Hallöchen, guten Tag, Bienvenidos oder was auch immer. Mögt ihr Rammstein? Eine Frage von Rakwarzer. Nee, also höre ich nicht. Sprich mich nicht an. Ich höre es nicht und ja, ich Oh weiß nicht, ich lol, habe als ob mich das nicht. gekillt hat. Ich habe nicht genug von denen gehört, als dass ich mir eine Meinung Wir bilden haben beide das gleiche könnte. Kit. Ja. Mew oder Mewtwo? YouTube. Okay, bei Okay. mir wäre es Mew. Ja. Gut, Mann, gut. Bin krank. Kappa. Ach, komm an. Dann eine Frage von Fossa: Was sind eure Lieblingslegis? Meine sind Groudon und Hooper Unbound. Also Proto-Groudon und Hooper Unbound. Unsere Lieblingslegis. Ja. Ja, bei mir ist auch Hooper. Und was noch? Gute Frage. Ich mag Groudon und Zapdos. Ich finde die gut. Ich bin gerade kurz konzentriert. Ah, fuck, er hat geschädigt. Aber dann Fresh muss da sein Dings Graden. abgelaufen sein. Fresh Graden, ich klinge deswegen so wie ein Roboter, weil ich mir das Roboter-DLC DLC für das abgelaufen Leben ist. gekauft habe. Als ob. Wow. Okay. Das ist super close. Wow. Okay. Nein. Nein, also Crane, ich bin halt sehr konzentriert auf den Chat und dann bin ich noch ein bisschen krank und deswegen klinge ich wahrscheinlich sehr roboterisch heute. Was sind denn deine Lieblingslegis? Bist du gerade. Bin gerade sehr konzentriert. Also mache ich einfach mal weiter und Alles beantworte klar. selbst die Fragen. Gut. Ob ich mir, also die Frage ist jetzt zwar an Timo gestellt, aber ich beantworte das einfach mal, weil Timo gerade nicht kann. Easy. Best of three gewonnen. Das erste Mal. Okay. Ja. Oh ja.
Geil. Wirst du jemals ein Fan-Treffen machen? Ja, kann ich mir vorstellen. Hätte ich auf jeden Fall Bock zu. Okay. Dann werde ich auch die Frage beantwortet von Jonas Nickel. Und Wuto 99, warum Shiro aufgehört hat, keine Ahnung, müsstest du ihn mal selbst fragen. Er hat zu wenig Zeit gefunden, sagen wir es einfach so. Deine Frage von Gudra Nav, wie findet ihr Pokémon Generations bisher und welche Folge mochtet ihr besonders? Ich mochte die Folge mit Teak City und ich mag Pokémon Generations sehr. Ich mag Pokémon Generations auch sehr, aber bis jetzt fand ich die erste Folge am besten. Einfach weil das so alles so. Ne? Ja. Ja. Oh lol. Ja, ich bin einfach wieder runtergeskippt worden, deswegen fühlt euch gelesen, beziehungsweise falls eure Sache nicht reingeschrieben wurde, dann fragt sie einfach nochmal. Dankeschön. Bitte. Ich versuche die Besserung voranzutreiben, aber funktioniert nicht ganz, leider. Als ob das noch getriggert. Muss gerade mal so ein bisschen gucken, was gute Fragen sind, weil. Eine Frage vielleicht für das Technische: Was muss alles eingestellt werden, damit man im Raum zum Kämpfen ist? Einfach nur Razer im Code, im Code, im Matchcode eingeben. Okay. Tokyo. Was hat Tokyo gefragt? Oh ja, Tokyo. Fühl dich gegrüßt. Guten Tag. Ich bin der Pokénight Paul. Man kennt mich vielleicht aus namhaften Projekten wie der GPL Season. Okay. Season 2, Liga 3. 2. Ah, come on. Fuck. Okay. Shit. Didi. War auf jeden Fall schön gespielt. GG, guten Tag. was ist unser Lieblingstier? Eine Frage von Vanilla X1. Mein Lieblingstier ist aktuell Juju. Meines ist auch Juju. Momentan, obwohl es sich gerade so ein bisschen mit dem Uber um diesen Platz zankt. Dann eine Frage von Panjan. Habt ihr schon mal kulinarische Gerichte gegessen? Ist nicht jedes Gericht kulinarisch? Fragezeichen. Bei mir schon, ja. Deswegen, ja, wir haben schon mal kulinarische Gerichte gegessen. Ja, das war nicht gut. Okay. Gut. Das war sogar noch gut. So, dann eine Frage von John Lake. Macht Timo das Stöhnen denn so sehr Spaß? Das klingt schon hocherotisch und so. Oh, ja. Natürlich. Oh, ja. Natürlich, Stöhnen macht Spaß. Wusste ihr das noch nicht? Oh Gott, das klang so falsch. Jonas Sicke fragt, die Peinlichkeit wegzuwischen, oh, welches Sternzeichen okay. Wir haben. Löwe. Ich bin ein Schütze. Okay, es wird ein krasses Best of Three. Ich schieß den Löwen ab, Kappa. Gott, Leute, nicht so viel schreiben. Ich sehe schon wieder den Chat gleich sonst wo. Wie stehen wir zu Call of Duty? Ich find's okay, ich habe nur Modern Warfare 1 ja, gespielt, okay. Aber. Also effektiv gespielt. Ja, also ich auch den MW1 cool. Was haltet ihr von Pineapple? Ich hab's mir angeguckt nach dem Stream. Ich find's nicht gut. Ich hab's mir heute auch angeguckt. Ich fand's nicht gut. Ja, hab mich jetzt nicht so gepackt. Gibt's Shiro auf YouTube gar nicht mehr? Doch, den gibt's noch. Aber der hat nur noch seine Parts von Presence und seiner Versus Online. Richtig. Kennt ihr den Rapper Herzog? Mögt ihr ihn? Und sorry, wenn's. Ja. Also, ist okay. Kenn ich nicht. Den kenne ich tatsächlich.
Sehe ich auch nicht. Also demnach, ja. Aber ist schon okay, Tobias. Die Frage habe ich tatsächlich wahrscheinlich übersprungen. Deswegen gerade ganz gut, dass du sie nochmal stellst. Leon Preissler, ich weiß gar nicht, wo du gegen Thibaut kämpfen möchtest, aber er bedankt sich wahrscheinlich, wenn er wüsste, was du gesagt hast. Danke. Ich lese es einfach mal vor. Hi, du bist voll cool, mein Lieblings-YouTuber und mein Traum ist es, einmal gegen dich zu kämpfen, wenn das irgendwann vielleicht geht, also im normalen Pokémon. Geht das bei dir so einfach? Okay. Aber am besten ist halt über Twitter. Hast du den Jungen gehört? Aber vielen lieben Dank fürs Kompliment. Sollte es ausreichen, bitte, bitte. Okay. Nero fragt, ob wir schon mal bei einem Song Gänsehaut und Tränen in den Augen hatten. Und er hatte schon. Er hatte schon mal Tränen in den Augen beim Mobbing hochprofessionell vom Gesangsartisten Johnny Dixon. Ich muss ja sagen, ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Und es kam, also Gänsehaut kriege ich schon sehr häufig bei Melodie und auch. Die eine oder andere Träne ist mal vergossen. Ich weine sehr selten, aber ein Song, der mich tatsächlich wirklich bekommen hat, war Blue Velvet von, ich müsste jetzt kurz nachgucken, Bobby Winton heißt der Mann, glaube ich, ist ein sehr schöner Song aus den 60ern. Ich habe gerade keine Lust auf eine Runde Overwatch. Tut mir leid, ich bin gerade im Stream und ich will mich darauf konzentrieren und nicht auf Tracers Booty. Wow. Deswegen. Okay. Krass. Sorry, man. Schade. Wusstest du, dass eine Pose von Tracer gebannt wurde aus dem Spiel? Als weil ob. Nicht meine Tracer. Sie zu erotisch war. Als ob. Ja. Hä? Ich hab geschildert. Krass, oder? Bitte. Ja, mit Tee. Ja, okay. Sieht nicht cool aus. Sieht nicht cool aus. Schade. Darkness Ray fragt, was ist dein Lieblings-Pokémon in Pokémon Tekken? Ach, come on. Bitte. Bitte. Bitte was? Übrigens, ciao, Vanilla. Oh, viel Gigi. Glück bei der Bioarbeit. Gigi. Okay, das war's für den Kampf. Das war's besser free. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ziemlich, ziemlich intens. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Sein Lieblings-Pokémon ist Knackrack. Richtig. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao.